Hey Leute, was geht? Kann hier bei Spiel mehr zu Games und Leute, willkommen bei die Sims 4 in einer tierisch neuen Folge. Wir sind mal wieder hier bei Khan und seiner tierischen Familie. Ne? Hier ist Luna, die wir letztens schon kennengelernt haben. Und unser Ted, der sitzt hier, oder liegt hier besser gesagt. Ted Lamina, Luna Lamina und Khan Lamina. Warum Lamina, hatte ich euch beim letzten Mal schon erklärt. Wegen, na, du kannst hier vielleicht mal umarmen. Ne, oder vielleicht danach ein Leckerchen geben. Ivana. Weil Animal, Ivana. Süß, weil es umgekehrt, ne, Animal heißt, ne, Englisch, Tier. So, aber heute, da möchten wir uns mal um unser Haus kümmern. Wir haben auch ein bisschen Geld, ein kleines bisschen. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt in den Baumodus, Leute. Ich glaube, das Ding muss... Also ich glaube, wir werden es so machen. Das Haus wird auf jeden Fall... Also die Bäume würde ich ganz gerne hier lassen. Das kann eigentlich auch da bleiben. Deswegen werden wir dementsprechend Wände ziehen. Und es gibt natürlich auch Sachen, ne, die es halt neu gibt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier... pardon. Jetzt hier auf das Wohnzimmer gehen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele neue Sachen. Wie zum Beispiel Kratzbäume und Möbel. Ne? Also können hier auch die Objekte filtern und sagen, ich möchte nur Sachen haben aus Hunden und Katzen. Na, dann sehen wir die hier zum Beispiel, so ein Kratzbaum. Ist hier auch ein größerer Kratzbaum eigentlich mal? Oder ist das? Ach hier, Deluxe-Kratzbaum, sehr, sehr schön. Na, was ist denn mit dem... Das ist ja alles für Katzen irgendwie. Gibt es hier nicht auch mal was für... Da müssen wir wahrscheinlich raus in den Garten. Möchte ich mal gerade gucken. Ja, genau. Da gibt es auch Tierspielzeug hier für den Hund. Doch, muss es doch auch was geben, oder nicht? Hindernis, gebogener Tunnel und so. Okay, okay. Alles klar. Das werden wir dann gleich testen. Oder auch schon einbauen. Wir versuchen auch heute das Haus schon komplett irgendwie fertig zu bekommen. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Wand. So, ich würde sagen, ziehen wir auch irgendwie hier so. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen zu sehr. Genau, das wird hier der Eingangsbereich. Gucken wir das mal ein bisschen genauer an. Ich würde sagen, wir machen einen etwas größeren Garten. Deswegen bauen wir vielleicht das Haus nur bis... Ja, wobei... mal gerade. Das könnte mir vielleicht doch ein bisschen zu klein sein. Wobei, wir sind auch erstmal nur alleine und wenn wir vielleicht später mal ein zweites Geschoss dann einbauen, ja, das sollte eigentlich reichen. So, okay. Also, wir fangen an hier mit dem Eingangsbereich und der kann eigentlich auch so bleiben. Deswegen fangen wir erstmal mit der Tür hier an. Gibt es hier eigentlich eine neue Tür? Ein Scheunentor. Kristallgrad. Die bauen wir vielleicht, guck mal, die bauen wir vielleicht hinten ein. Was ist das denn hier? Schmucke Hundetür. Die bauen wir vielleicht hier ein. Sonst baue ich eine ganz normale Tür. In dieser Farbe finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Bauen wir hier ein zum Garten. Dann würde ich aber auch ganz gerne eine normale Tür hier vorne haben. Aber kein Scheunentor, sondern eigentlich wirklich eine schlichte Tür. Ich nehme so eine Scheibentür, vielleicht auch in einer entsprechenden Farbe. Ich nehme, glaube ich, die Farbe. Genau, hätten wir hier schon mal eine Eingangstür ganz normal. Das jetzt mal hochziehen. So, ich würde sagen, von außen fangen wir jetzt erstmal an. Was wollen wir denn da für eine... Gibt es ja eigentlich auch speziell nur für Hund und Katze irgendwas? Schicke Streifen, ja, das ist für innen wahrscheinlich. Aber für außen gibt es jetzt nichts Neues. Ah, doch. Wobei, das ist, glaube ich, fürs Dach. Ja. Verkleidung. Ist das fürs Dach eigentlich, oder? Ich weiß es nicht. Deswegen bleiben wir vielleicht erstmal bei den normalen Sachen. Nein.
Also, brauchen wir ein tolles Mauerwerk oder machen wir eher so eine Paneele draußen? Ne, ich möchte einen. Die Verkleidung könnte eigentlich auch. Jetzt was wir bauen, so ein Haus, ja. Nee, es gefällt mir. Aber das ist doch auch. Das geht doch. Ja, wir machen eher sowas hier. So, so sieht es jetzt von außen aus, aber ist das denn richtig? Ich weiß es nicht. Ja, wir lassen es jetzt so. Wie machen wir das denn mit dem Dach? Machen wir da eher so ein Flachdach vielleicht? Lassen wir es vielleicht so, oder machen wir hier eher einen Balkon? Ich glaube, wir machen das so, dass hier dann später ein Balkon drauf kommt. Ja. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein. Also wir haben hier den Eingangsbereich. Also hier gibt es sonst auch typische Zimmer für Tierchen. Aber nee, die gefallen mir nicht so. Vielleicht eher so ein Garten. Den finde ich eigentlich schön. Ruhestandgras. Den finde ich gar nicht so schlecht. Zimmer kaufen. Können wir das irgendwie anpassen? Das ist mir doch ein bisschen zu. Wenn wir das jetzt andersrum machen könnten, hätte es vielleicht gepasst. Aber so passt das doch niemals. Gut, dann muss ich das halt selber machen. Geht nicht anders. Ich würde sagen, wir fangen hier erstmal mit den Lampen und sowas an. So, das kann direkt, ne? Okay. So, was ist denn das hier? Hängende Startbahn. Ja. Ich würde das auch je nach Zimmer vielleicht machen. Also das ist hier der Eingangsbereich. Dann brauche ich jetzt nochmal, muss ich nochmal Wände ziehen vielleicht. Hier so eine Art Küche irgendwie. Dann hier ein kleines Badezimmer. Hier, je nachdem, kleines Arbeitszimmer und dann haben wir hier eigentlich sowas alles offen. Aber wir ziehen hier so eine Halbwand durch. Nee, ich glaube, das reicht schon. Also ich würde das hier so machen irgendwie. So. Also hier sehen wir auch, was wir jetzt alles neu haben. Na, wir können das hier jetzt alles komplett anzeigen. Tolles Schildchen machen, das machen wir auch. Ah, nee, 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 warte mal, wir brauchen jetzt erstmal die Wand. Die möchte ich jetzt erstmal noch machen. Und hier möchte ich mir jetzt die Beleuchtung mal anzeigen. Das rein und hier das.
machen wir vielleicht. So und so. Wir brauchen auch Fenster. Ist das bei Deko? Nee. Komfort? Ist das hier? Nein, auch nicht. Oberflächen? Nein. Wo ist das denn? Bei Beleuchtung kann es ja auch nicht sein. Oh, es gibt auch was für Kinder. Das finde ich auch toll. Ein Kalender. Den würde ich aber gerne direkt mal hier aufhängen. So, also. So sieht es bisher hier aus. Ich brauche aber ein paar Fenster. Warum zeigt ihr mir denn die Fenster hier nicht an? Das verstehe ich nicht so ganz. So ein. Ja. Ich würde sagen, hier packen wir auch so welche Dinger noch rein. Und dann hier vielleicht. Okay. Ich glaube, das Türchen würde ich hier wegnehmen. Hier hinpacken, dann hätten wir da was. Das finde ich gut. Jetzt brauchen wir was für die Wände. Können wir hier sowas hier hinbauen, aber echt zu sein, gefällt mir das nicht so. Das mit, also ich bin halt kein Fan von diesen Holzdingern. Und das kommt ganz bestimmt nicht hier rein. Deswegen lassen wir das mal vielleicht weg und bauen hier vielleicht was anderes rein. Ja, vielleicht sowas hier. Oder sowas. Lass mich von der Farbe. Nö. Finde ich auch nicht toll. Wir machen sowas hier. Nein. Ich glaube, ich bleib bei. Oder wisst ihr was? Wir machen das vielleicht doch. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt hier nach dem. Ja, das geht doch. Ja, was wir im Badezimmer machen, weiß ich noch nicht, aber. Das hier aus nicht eigentlich schon gemacht? Mega. Kümmere ich mich später drum. So, wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein bisschen Beleuchtung. Aber wenn wir jetzt hier noch ein paar Fenster reinmachen würden, dann geht das eigentlich. Mache ich hier raus mein Arbeitszimmer, würde ich sagen, mit einem schönen Blick nach draußen. Und dann würde ich hier, glaube ich, auch noch so zwei Fenster hinmachen. Hier, das kann eigentlich so bleiben. Dann ist es eigentlich auch schön hell genug hier. Hier muss vielleicht noch eine zweite Lampe später rein. Mal gucken. Okay.
Ich würde sagen, bei den Türchen machen wir hier dann auch was daneben. Ja. Okay. Das ist das. Dann hätten wir das hier. Ich glaube, hier sollte ich auch noch ein paar Dinger reinmachen. So, dann würde ich sagen, packen wir jetzt hier auch mal den Kratzbaum und so hin. Aber wir brauchen auch noch einen Boden, fällt mir auf. Ja, dann nehmen wir doch. Auf jeden Fall das hier. Obwohl, ich wäre eher dafür, dass wir einen Teppich nehmen. Bei Katzen. Warum sind denn hier jetzt... Okay, komm, dann lassen wir es eben so. Ist okay, ist okay. Ich habe nichts gesagt. Ich hatte noch eine andere Farbe, oder? Nein. Hä? Welche Farbe hatte ich denn eben? Das wird ja auch ein Zimmer. Das Badezimmer lassen wir jetzt noch mal. Okay, da kommt vielleicht eher eine mehr Fliesen rein. Genau so. Okay. So, hier kommen jetzt auf jeden Fall ein paar Kratzbäume und so hin. Das möchte ich jetzt auch schon mal machen und für den Hund dann auch später. So, jetzt bitte nur einmal hierfür was zeigen. Das machen wir beim nächsten Mal. Katzenklo brauchen wir auf jeden Fall auch. Wir haben hier Tiermöbel. So, also ich möchte auf jeden Fall einen Deluxe-Baum. Aber in welcher Farbe? Ne, der fällt ja gar nicht auf. So einer. Oder ein ganz weiß. Mir so einen hin. Schön. Gut. Dann kommt hier noch so ein. Kratzbaum hin. Also das wird die Ecke für Luna. So, und ich würde sagen, hier direkt daneben kommt dann auch, wobei da müssen wir die Fenster da auch größer machen. Ja, das machen wir wahrscheinlich auch dann. Tierschlafstation hin. Tierbett kommt, würde ich sagen, hier hin. Was ist das? Natürlich ja Krallenschleifer. Den können wir vielleicht dann... Ne, den lassen wir jetzt erstmal noch. So, hier kommen jeweils diese... Ah ne, warte mal. Einmal eine Futterstelle für das wird für Ted und das hier für Madame. Teppichpfote kommt hier hin und hier, obwohl das ist mir ein bisschen zu groß. Mathe meine. Ah. So viel. Was ist denn das?
Schnurtastisch mit diesem Schild lässt. Ach so. Dann machen wir hier das hin. Und dann. Hier Hündchen. Ne? So. Nein, Keramikkatze und sowas wollen wir jetzt nicht. Chirurgiestation, das brauchen wir, Gesundheitstisch. Ne, das brauchen wir vielleicht später irgendwann. So machen, würde ich sagen, auch hier. Wo waren die eigentlich? Wo brauchen wir auch einen Fernseher und so? Deswegen, das kommt, glaube ich, alles raus. Aber dann haben wir hier zum Beispiel noch so eine Katzenangel. Ich habe das Gefühl, für Katzen gibt es mehr als für Hunde irgendwie. Aber wahrscheinlich sind die Dings auch eher draußen. Genau, das machen wir dann eher draußen. Ich glaube, draußen wird dann eher für unseren Ted sein und drin eher für Madame. Spielzeugkiste kann aber auch noch hier hin. So. Tierpflege. Dann kommt ein moderner Futternapf. Der kommt hier drauf. Der kommt hier drauf. So. Futternapf, das holen wir später. Katzentoilette, Katzenlokus. Ja. Genau. Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir speichern mal ab. Also wir haben schon lange hier. Oh, ich sehe schon. Über 20 Minuten sind wir hier schon zugange. Dann gehen wir mal hier rein. So. Warum das hier so geblieben ist, ich habe keine Ahnung. So, der erste hat hier schon alles entdeckt und spielt hier schon mit seinem neuen Tennisball. So, und was ist hier mit Madame? Die sollten wir vielleicht mal rufen. Achso, du musst auch auf Klo. Liebe spüren. Luna ist glücklich und wartet drauf. Ah, okay. Dann machen wir das mal gerade. Leg das Ding weg. So. Okay, Leute. Ich würde sagen, das reicht. Wir haben hier jetzt einen Katzenraum und ein paar andere Sachen, aber natürlich sind wir hier noch längst nicht fertig, Leute. Das müssen wir selbstverständlich noch machen. Was ist das? Ist das hier das Licht oder ist das hier so dreckig? Na egal. So Leute, das ist das Haus, aber hier von außen passt das noch nicht so ganz. Na, aber sonst haben wir hier einiges. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare und wenn nicht, also ich werde gerne einen Daumen hoch. Wenn ich werde Daumen hoch, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer tierischen Familie hier bei Khan mit Luna und Ted und dann werden wir das Haus auch fertig machen. Leute, ciao, euer Khan.